Moin Moin, ihr Film-Junkies und herzlich willkommen zu der Rezension von Cars 3. Der erscheint ja am 28.09.2017 in den Kinos und ich habe den vorab schon geguckt und nach dem Intro kommt meine Meinung, wie ich den Film fand und ja, viel Spaß dabei. Hey Bobby, wer ist das? Das ist Jackson Storm. Ja, also Cars 3 geht in die nächste Runde und das ist halt die dritte Runde nach diesem, was war das eher, der zweite Teil war ja eher so ein Agentenfilm, keine Ahnung, der war ganz okay, aber er kam trotzdem an den ersten nicht ran und jetzt hat das Pixar mal wieder versucht mit dem dritten Teil und ja, ich muss sagen, sie haben schon ein bisschen was Neues erschaffen, auf jeden Fall muss Lightning McQueen sich ja halt gegen einen Konkurrenten durchsetzen und der ist halt ein Highspeed-Wagen. Das ist halt der Jackson Storm. Ich glaube, das hat gesessen. Der schafft über 200 Meilen in der Stunde und das ist auf jeden Fall schon Wahnsinn. Und Lightning McQueen muss er jetzt gegen anstinken und ob er das schafft, das sieht natürlich im Film. Ich sag da nichts weiter drüber, aber es gibt auf jeden Fall immer ein paar Wenden und das ist schon doch auch für die Erwachsenen nicht schlecht. Die Kinder können nicht manchmal alles verstehen, aber es, dennoch, da sind ein paar Lacher drin. Also man kann auf jeden Fall mehr lachen als wie im zweiten Teil. Wenn man auch die alten Protagonisten ja nicht so oft sieht, sag ich mal, und dann neue Protagonisten zugemacht hat, wie Jackson Storm und Cruz Ramirez, also die Reaktion bei den Kindern in meinem Kino war eigentlich ganz gut gewesen. Die haben auch gelacht, haben sie eigentlich auch nicht gelangweilt, aber es ist trotzdem manchmal, wo ich sage, hätte ein bisschen kürzer sein können, aber es war trotzdem manche Sachen, die waren noch nicht in den ersten beiden Teilen drin gewesen, was ich auf jeden Fall sehr gut fand. Und ich muss auch sagen, so die kleine Wendung am Schluss, das werdet ihr dann wahrscheinlich noch sehen als Familienfilm, das fand ich gar nicht schlecht. Und ich muss auch sagen, da wird es wahrscheinlich keinen vierten Teil geben, ich denke mal, die Ära ist jetzt vorbei, so von Cars, aber dennoch war es einfach doch ein toller Familienfilm. Und ich muss auch sagen, animationstechnisch mäßig war das wieder die erste Sahne. Gerade wenn so das neue Center da kommt mit diesem Wasser und mit dieser Wiese. Also es ist schon sehr geil umgesetzt. Und da muss man halt Pixar und Disney loben. Es ist einfach animationstechnisch einfach Bombe. Und ich muss auch sagen, so von den Rennen, es war wieder vorher wie im ersten Teil. Es gab sehr viele Rennen und es gab auch andere Rennen. Das werdet ihr aber auch, wie gesagt, erst im Film erst wieder sehen. Aber es ist dennoch so manchmal auch so ein bisschen Thematik, so für Kinder was dabei. Also man soll nicht aufgeben. Man soll auch, wenn man zu alt ist, sollte man auch vielleicht aufhören mit dem Rennsport. Nein, Quatsch. Aber es ist so manchmal wie im wahren Leben und das will halt der Regisseur ein bisschen rüberbringen oder der Drehbuchautor. Und es ist einfach doch ein toller Disney-Film, der halt aber nicht an den ersten richtig rankommt. So ist ein Ticken schlechter, aber auf jeden Fall wieder besser als der zweite ist. Und das muss man auch so sagen. Ja, also Fazit ist wie gesagt, dass der Film einfach ein toller Kinderfilm wieder geworden ist. Mit tollen Animationen und mit neuen lustigen Protagonisten. Und deswegen muss ich auch ganz ehrlich sagen, kriegt der Film von mir eine 6,5 von 10. Und ich finde, das ist eine gute Bewertung für den Film. Und ich kann euch den auf jeden Fall warm und ans Herz legen. Ich fand ihn, wie gesagt, nicht schlecht. Und mein Sohn fand ihn auch ganz gut. Dann schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr denn in den Film reingehen werdet. Und ja, wenn euch das Video gefallen hat, gebt doch mal dem Video ein Like nach oben. Und wenn ihr natürlich noch kein Abo habt, lasst mir doch gerne ein Abo da. Das würde mich natürlich freuen. Und dann würde ich sagen, Leute, bis dann und ciao und bam.